Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden ein bisschen die Lage beschützen, dass wir hier das mal wegkriegen. Ne? Ansonsten müssen wir warten, bis die Temperatur passt. Klar, das Wetterband voll machen. Ne? Ja, wir machen jetzt die Lage und dann sind wir weiter, dass wir mehr flügen können. Und die wichtige Düngen. Düngen fällt auch an, aber das geht aktuell nicht bei Minusgraden. Kriege ich die Meldung, geht auf Symbol links, rechts in der Sonne im Prinzip. Zeigt das auch so an. Wenn das Symbol weg ist, dann können wir mit dem loslegen. Die andere Hälfte vom BGH werden wir noch ein bisschen, die Lage noch ein bisschen lassen. Später, ne? Ich glaube 4000 rein. Dann machen wir ein bisschen noch schneller. Gut, da können wir wieder auf 5 gehen. Ja, aber muss ja ein bisschen verarbeitet werden, ne? Vielleicht kommt bald was Neues und dann muss es frei sein hier. So. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das so machen werde. Ist so ausgefahren. Das geht relativ zügig mit dem Rohr. Und Fräse, besser wie ich dachte eigentlich, mit der Schaufel. Ja, würde auch gehen, aber dauert halt, ne? Ich glaube, so könnte man auch Schnee wegfahren. Ob das aber, naja, man könnte kleine Flächen wegräumen mit dem Hof und bald wird. Kollege, komm her. Aber bei dir taucht doch nicht auch mal weg, im Frühjahr spätestens. Bei mir ist das leider, oder zum Glück, nicht eine Flocke gefallen. Also Regen, aber Regen soll auch nicht kommen, ne? Das ist viel schlimmer. Dann kommt eher Dürre und Dürre ist schlecht. Leider. Also hier geht alles bestens. Nur der Rechner für die Aufnahme ist so ein bisschen. Ja. Also mal schauen, wo es genau liegt. Aber die Aufnahmen scheinen zu passen. Ton, Bild und so. Aber gut. Oh, das Förderband umgefahren. Ah, da richtet wieder auf. Das wäre schlecht, obwohl 87.000 können wir gleich mal höher gehen, die Geschwindigkeit. Da nicht so viel braucht. Naja, wenn ich schon von italienischen Verhältnissen rede in Deutschland, ja, dann ist das hier fast doch ähnlich. Ja, und Ausgangssperre, naja gut, da können sie mich ärgern, nicht mit ärgern, aber solange wir zur Arbeit kommen, ne? Das muss ja weitergehen irgendwie. Jetzt gehen wir kurz auf 60. Die Lufttemperatur steigt fleißig, also 5 Grad mittlerweile. Immer heute Nacht können wir flügen. So, können wir wieder runtergehen in der Geschwindigkeit. Und ausladen.
Stand nicht gerade 15, ja, kann so lassen. Ausnahmsweise, wenn wir jetzt andere Arbeiten hätten, dann würde ich sagen, okay, lieber, ich hole doch das andere wegnehmen. Von der anderen Seite. Mal sehen, was ich wegkriege. Nehmen wir den großen Haufen zuerst, der geht garantiert. Wäre mit der Förderband ein bisschen mühsam, ne? Irgendwie muss man das verarbeiten hier. Das ist doch richtig bares Geld. Naja, kein Vermögen, ne? Mit den Preisen hier. Aber das sind halt die realistischen Preise, obwohl wenn man mehr haben möchte, muss man halt den Schwierigkeitsändern, ne? Ich habe auch normal eingestellt und könnte eher die Preise anders haben möchte, auf leicht gehen oder auf ganz schwer, ne? Also aber dann müssten wir mehr mit Produktion arbeiten, wäre auch nicht realistisch. Wir wollen ein bisschen Bauer spielen, ne? Und keine Fabrikarbeiter, das geht nicht. Das nimmt er nicht mal an. Da muss ich erst mit dem Besen von der anderen Seite das Grünzeug wegnehmen. Ja, das ist ärgerlich. Muss ich ein anderes Silo nehmen, ne? Die Sackgasse funktioniert ja hier, also hier das ist Marke wirklich, ich muss durchfahren. Wo eher Ballen machen. Ballen, Ballen, Ballen. Das geht am besten. Für eine große Silage Ballen nehmen dafür und dann geht das noch. Das braucht man nicht spielen, ne? Will aus Förderbahn bringen, das ist aber, ja, mag ich nicht. Gibt's doch gar nicht, hier Förderbahn zu bringen. So, Richtung. Egal. Gehen wir jetzt aber jetzt rein sogar alles. Immer noch minus 1 Grad am Boden. Der Boden wird bestimmt nicht warm. Kleiner Läufer, das kann man auch nicht aufpassen. Einmal kräftig mit einer Silage Geld verdienen, in Anführungszeichen. So. Die wieder ganz hinten rechts. Andere lassen die Förderbahn. Später. Wenn ich Lust habe. Ich glaube, innen drinnen ist es zu tragisch, da ist keine Probleme. Da geht das in die Sage wieder rein. Aber auch nicht.
hier links. Oh, okay. Dann können wir eher nach da bringen alles, ne? Aber er ist aktuell ein bisschen kränklich, also müssen wir Geduld haben. Und wie gesagt, das, ob ich Mais mache oder so, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht genau. Kann sein. Die Frage steht noch nicht an, wir müssen mal Temperaturen haben, ne? Ich hole mal was essen hier ganz kurz. Ich habe immer noch richtig Hunger. Wird auch schon eine Weile her. Das ist der 5. Krieg jetzt eigentlich. Bis halb 8. Boah. Schon extrem, ne? Ja, morgen mache ich die Türen gerade. Da sind große Schläge pumpt aus Silagerohr. Gut, da geht er sogar da rein, ne? Das große geht. 49. Ja, da können wir nächste Woche einplanen, die große Düngeaktion, ne? Und Beginn mit der Aussaat und mit Beginn des Flügens. Wir werden zuerst flügen und dann eher aussehen. Logischerweise. Feld 17 und 18. Glaube. Die anderen Felder, wo gucken, was ich noch habe, einige Wiesen ummogle als Fruchtsorte. Mal sehen. Ich möchte ja auch nicht so viel Wiese haben, ne? Kommt ja auch noch hinzu, ne? Tja, wir haben eigentlich jetzt eine große Wiese gemacht und mehrere kleine. Oder haben wir zwei Wiesen? Ne, wir haben zwei. Nee, wir haben eine große und zwei Felder mit je 10 Hektar ungefähr. Das sage ich mal, ist nicht klein. Aber wir werden mal sehen, dass wir da vielleicht noch was da andere Wiesen, die wir noch haben, mit anderen Früchten aussehen, ne? Wie, ja, der Fruchtfolge halber zumindest. Dings da reinbringen, ne? Hopfen zum Beispiel. Kann man ganz kurz das Förderband hier hinstellen. So, dazu fahren wir das mal weg. Nach vorne ran. Und um die Ecke. So, genau, dann nehmen wir das hier vorne. Das haben wir nehmen. Man, das arbeitet ja immer eben weg, ne? Da muss man zu sagen, ne? Jetzt werden wir das entsprechend ausziehen, ne? Also in der Länge.
Kann man drehen. Jetzt können wir es ausziehen. Länge. Ah, ihr wisst ja, was ich meine. Damit wir nächstes Mal wahrscheinlich noch ein Förderband kaufen können. Wir gehen mal auf Normalgeschwindigkeit. Ne, das war noch eine Fahrt. Auf Turbo. So übertreiben wollen wir es auch nicht, ne? So. Bis zum Ende ausziehen? Ja, aber der geht nicht. Dann müssen wir mal schauen, ob das reicht. Oder ob wir uns da demnächst noch bald ein anderes kaufen müssen. Eine weitere Verlängerung. So, optimal. Dann ist er weg. Dann kann er hier weiterarbeiten. So, noch einmal ganz kurz den anschalten. Beziehungsweise ranfahren. Dann haben wir die heutige Folge auch fast geschafft. Ne? Oh, wir haben die geschafft, ich gerade. So, die Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich danke mal recht herzlich für die aufmerksame Woche. Auch fürs fleißige Liken und fleißige Kommentieren. Der eine oder andere macht es ja abends immer. Und das ist auch okay. Wer das nicht macht, ist auch okay. Passt. Nicht tragisch. Aber wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Tipps, immer rein damit. Immer gerne gesehen. Und dann seid mal schön und ciao. Ja, und wir sehen uns dann. Natürlich, wenn ihr wollt, morgen wieder. Tschüss.